Mein Name ist Tianjian Wang Stehle. Ich komme aus China, lebe schon seit 1999 in Ehingen. Und momentan arbeite ich als Lehrerin am Gymnasium. Ich bin Gerd Stehle und bin der dazugehörige Ehemann und bin in Ehingen aufgewachsen und lebe schon seit langer Zeit in Ehingen. Wir haben uns in China kennengelernt, und zwar während einer Reise. Ich habe zu meiner Zeit, das ist schon über 25 Jahre her, also Mitte der 80er Jahre. Ich habe in China Germanistik studiert und anschließend habe ich als Dozentin an der Universität gearbeitet. In den Ferien, da habe ich deutschsprachige Reisegruppe begleitet durchs Land. Das war wieder so eine Reise von mir, und auf dieser Reise habe ich meinen Mann kennengelernt. Der war auch auf einer Reise, aber vorher hatte er selber schon in China gearbeitet. Das heißt, Sie haben sich auch auf Chinesisch schon am Anfang unterhalten oder auf Deutsch? Auf Deutsch natürlich, weil ich Germanistik studiert habe und damals schon als Dozentin an der Uni Deutsch unterrichtet habe. Sie sagt gerade, Sie schmücken dann immer aus. Haben Sie da noch was hinzuzufügen? Ja klar, na gut. Sozusagen mein Teil zu der Geschichte. Und ich war damals in China unterwegs gewesen. Ich hatte einen Forschungsaufenthalt in Japan zu dem Zeitpunkt hinter mich gebracht und war vorher schon mal in China gewesen. Und da Sommer war und schönes Wetter, sind wir, mein chinesischer Freund und ich, sind zusammen auf einem Schiff gefahren, auf dem Yangtze-Fluss, da wo dieser berühmte Staudamm ist. Mhm. Das ist auch der einzige Ort, der im Hochsommer in der Gegend von Wuhan so angenehm von den Temperaturen her ist, dass man es dort überhaupt aushalten kann, weil man sonst nur in der Wohnung drin sein kann bei Klimaanlage, weil es sehr feucht heiß ist dort. Mhm. Und deshalb sind wir eben auf das Schiff gegangen, und da habe ich dann meine Frau auf dem Schiff getroffen. Klar, deutschsprachige Reisegruppe, deutscher Einzelreisender. Damals gab es nicht so viele Touristen in China, und deshalb sind wir zwangsweise ins Gespräch gekommen, eben auch mit der Reisegruppe. Das waren alles Schweizer Lehrer gewesen, die alle deswegen in der Reisegruppe waren, weil der Schweizer Lehrerverein separat eine andere Reisegruppe gemacht hatte und die Lehrer nicht als bei den Lehrern zusammen sein wollten. Mhm. Und das war dann recht lustig, dass sie sich dann doch wieder in dieser anderen Reisegruppe alle getroffen hatten. Okay. Da haben wir viel Anknüpfungspunkte gehabt und sind so halt ins Gespräch gekommen. Mhm. Haben Sie Ihr Herz dann verloren? Sozusagen. Und ich habe dann auch erfahren, dass meine Frau ein Stipendium hatte, um in Zürich dann hinterher Germanistik zu studieren. Und wir sind dann in Kontakt geblieben, und ich habe mit einer von den Schweizer Lehrern, habe ich eine Wette abgeschlossen, dass ich sie und auch meine jetzige Frau in der Schweiz besuchen kommen würde und würde dafür 5 Franken von ihr bekommen. Sie haben die Wette gewonnen. Habe ich natürlich eingelöst, die Wette, ja. Sie sind dann ja von China hier nach Deutschland über Umwege gekommen. Sie waren erst in der Schweiz, sind dann hier nach Ehingen gekommen, in Schwabenland. Wie lebt sich so als Chinesin hier zwischen all den Schwaben? Das einzige Problem ist das Schwäbisch. Mhm. Ich war natürlich, aber ich war relativ gut vorbereitet. Ich war ein Jahr lang in Zürich, und Schwäbisch, es war auch nicht einfach. Und danach habe ich gewechselt nach Freiburg. Alemannisch, auch schon ein bisschen Dialekt. Und bis ich nach Ehingen kam, also da kannte ich schon einige Dialekte. Trotzdem ist Schwäbisch für mich immer noch halbwegs eine habe Fremdsprache, aber ich bemühe mich ja, und das alles zu verstehen. Und also für mich ist das Leben hier eigentlich gar kein Problem mehr, weil ich vorher auch schon lange Zeit anderswo gelebt habe. Also eigentlich habe ich gar kein Problem. Auch Spätzle und so Sachen schmeckt mir auch. Mhm. Wenn Sie sagen, Spätzle schmecken Ihnen auch, was gibt es denn bei Ihnen zu Hause? Gibt es bei Ihnen die typisch schwäbische Küche, oder kochen Sie Ihrem Mann dann halt doch auch mal was Chinesisches von zu Hause? Machen wir so einen Mischmasch. Vor allem habe ich einen sehr großen Vorteil, weil meine Schwiegermutter sehr, sehr gut kocht, und wir wohnen ganz in der Nähe, und sehr oft sind wir auch bei meiner Schwiegermutter, also die Kinder bei Opa, Oma, essen wir natürlich sehr gutes schwäbisches Essen. Und ab und zu Hause koche ich natürlich auch ein bisschen Chinesisch, aber nicht so viel, weil die Zubereitung des Essens, dafür braucht man sehr, sehr viel Zeit. Schon kompliziert, ne? Ja, man muss alles klein schneiden. Oh Gott.
Das ist dann Ihr Job dann beim Kleinschneiden? Ja, so ungefähr. Na, ich bin eher beim Essen beteiligt dann hinterher. Oh, Sie sind echt eine große Hilfe. Ja, und ich esse gern Chinesisch. Ja, was ist Ihre Leibspeise, die Ihre Frau Ihnen kocht? Oh, da gibt es verschiedene. Mhm. Unter anderem natürlich Peking-Ente. Dann gibt es Feuertopf, das ist also praktisch eine Art Fondue, wo man dann entsprechend rohes Fleisch, rohen Fisch in einem Sud dann gart. Schmeckt exzellent. Wenn Sie hier in Ehingen aufgewachsen sind, schwäbeln Sie wahrscheinlich doch auch, wenn Sie wollen, oder? Sprechen Sie jetzt absichtlich für Ihre Frau immer ein bisschen betonter Hochdeutsch, damit sie keine Probleme hat, das zu verstehen? Oder kommt das ganz automatisch? Das kommt ganz automatisch. Es ist so, wenn ich mit einem Kollegen zum Beispiel, der stark Schwäbisch spricht, mich unterhalte, bringe ich automatisch ins Schwäbische, ansonsten versuche ich immer doch, automatisch spricht man dann halt Hochdeutsch. Mhm, danke. Wie sprechen Sie mit Ihren Kindern? Es ist ja immer so dieses, spreche ich jetzt Chinesisch, spreche ich Deutsch, spreche ich Schwäbisch, ist ja eine eigene Sprache, haben Sie gerade festgestellt. Wie machen Sie es zu Hause? Also ich spreche mit denen Deutsch, und zwar Hochdeutsch. Meine zwei großen Kinder, also die ersten, ich habe drei Kinder. Mit meinem ältesten Sohn und der Tochter, da habe ich, als sie noch klein waren, auch ein bisschen Chinesisch gesprochen, aber seitdem sie beide, die sind hintereinander, also anderthalb Jahre Unterschied, ja, seitdem die beide im Kindergarten waren und dann sprachen sie nur noch Deutsch, mit mir auch nur Deutsch, und dann habe ich da so mit der Zeit ein bisschen aufgegeben, mit denen zu Hause Chinesisch zu sprechen, weil mein Mann auch wenig Chinesisch spricht. Der spricht schon ein bisschen, aber nicht viel, und bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu faul, und ich spreche mit den Kindern zu Hause eigentlich Deutsch. Aber meine Tochter, die lernt jetzt auch selber Chinesisch, die kann schon einiges. Dankeschön. Merken Sie irgendwie im Alter, ich meine, der Vergleich ist jetzt schwierig, Sie haben ja noch nie eine schwäbische Frau gehabt, deswegen, aber ich frage Sie es trotzdem mal, merken Sie irgendwie so ganz im Alltag, dass Ihre Frau halt nicht hier irgendwie aus Rottenacker oder aus Munderking kommt, sondern aus China? Nein. Da gibt es also wirklich nichts, was sich da irgendwie unterscheidet? Wüsste ich jetzt nicht gut, ich habe mir natürlich der Vergleich, aber eigentlich nicht. Was sagen Sie? Haben Sie das Gefühl, dass bei Ihnen zu Hause irgendwas anders läuft als in anderen Familien, gerade weil die Kulturen hier zwei unterschiedliche sind? Also ich muss sagen, also mir ist noch nie irgendwas schwer gefallen, was das Essen betrifft. Also wir beide essen auch Schweinefleisch, alles Mögliche, da gibt es auch kein Problem. Also was ist mit den Feiertagen? In China gibt es ja auch noch andere Feiertage als hier. Feiern Sie dann einfach beides? So praktischerweise? Ja, natürlich. Jetzt morgen feiern wir gemeinsam das chinesische Frühlingsfest, also das chinesische Neujahrsfest. Wir werden zusammen mit ein paar Freunden zusammen kochen, natürlich chinesisch, und essen wir morgen Abend auch alle zusammen chinesisch. Also das ist für uns auch kein Problem eigentlich. Da feiern wir halt alles Mögliche. Aber ist das nicht gerade, weil man aus unterschiedlichen Kulturen kommt, gerade dieses Verständnis für bestimmte Sachen, ist das vielleicht unterschiedlich? Eigentlich, uns fällt das jetzt nicht so auf. Vielleicht bin ich ein spezieller Deutscher und meine Frau eine spezielle Chinesin. Aber Sie merken da nichts, so als Unterschied? Also speziell für uns, also es ist wirklich, wir haben noch nie irgendwelche großen Konflikte wegen verschiedener kultureller Hintergründe gehabt. Also da haben wir nie was gehabt. Ich muss sagen, also seit über 25 Jahren sind wir verheiratet, ja, 25 Jahren, vierte Jahrhundert, also wir sind bis jetzt sehr gut miteinander ausgekommen, Kinder gemeinsam großgezogen. Also wir besprechen alles Mögliche gemeinsam. Speziell für uns ist wirklich, also keine nennenswerte irgendwelche Barriere, also gab es nicht. Und Sie sind glücklich, Sie beiden? Ja, ja. Und mit der Strahlen.